Was heute noch wie ein Märchen klingt, kann morgen Wirklichkeit sein. Hier ist ein Märchen von übermorgen. Oder überübermorgen. Die Zeit des Händeschüttelns ist zurück. Schön so direkter Kontakt. Aber wissen Sie eigentlich noch, wie das ging? Wir haben verschiedene Varianten für Sie zusammengefasst und auch ein paar hilfreiche Tipps. Verwenden Sie den toten Fisch. Automatisch unterwerfen Sie sich und zeigen, dass man Sie jederzeit verbal zerquetschen kann. Oder den Schüttler. Wenn Sie es besonders stimmig machen wollen, nicken Sie auch noch mit dem Kopf. So werden auch Sie zum ultimativen Schüttler. Oder machen Sie es wie Bud Spencer in, Sie nannten ihn Mücke. Achtung! Brechen Sie keine Finger oder Hände. Wir übernehmen hier keine Verantwortung. Kommen wir nun zu unserer letzten Variante. Genießen Sie zuerst den Überraschungsmoment und dann all die Freuden des festgebissenen Fisches über die ganze Länge des Gesprächs hinweg. Wollen Sie in puncto Länge auf Nummer sicher gehen? Dann geben Sie anstatt der Hand einfach einen High Five. Vergessen Sie niemals, man kann auch Ihr Gesicht wieder sehen. Wissen Sie was? Tragen Sie Ihre FFP2-Maske einfach gleich weiter.